Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7-Minute-Squads. Episode Nummer 54 ist am Start und Leute, ich weiß nicht, ob ihr das Video gerade gesehen habt, beziehungsweise welches ich zuerst hochlade, das Let's Play in Anführungsstrichen oder dieses Video. Aber gerade, ne, ey, ich bin gerade so eskaliert. Ich bin das erste Mal seit Ewigkeiten wieder richtig eskaliert und natürlich wegen diesem Drecksgame hier. Aber trotzdem produziere ich Videos für euch und mache trotzdem weiter direkt, weil ich euch lieb habe. Und wenn euch das gefällt, dann lasst doch einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr das mit einem Like quittiert. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, ob 3 Videos am Tag nicht mittlerweile zu viel sind. Weil teilweise merke ich, dass nicht mehr ganz so viele Views da sind, beziehungsweise nicht mehr ganz so viele Thumbs, also Daumen. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, ob 3 Videos zu viel sind oder ob das so okay ist. Gut, wenn ihr mich weiter unterstützen wollt, Link zu Kinguin für PSN oder Microsoft Guthaben in der Beschreibung, genauso zu Sennheiser für gute Headsets und Kopfhörer. Auf jeden Fall eine gute Sache, wenn ihr da vorbeischaut, unterstützt ihr mich wirklich sehr mit. Und Facebook und Twitter sind ebenfalls in der Beschreibung. Bei Twitter bin ich mir gar nicht so sicher, aber Facebook auf jeden Fall. Taarabt wäre der Mann, den ich gerne nehmen würde. Ich nehme auch einfach Taarabt hier, 900 Coins, mir sind meine Coins gerade so egal. Hab gerade einen Chiellini discardet, jetzt kann ich auch mal ein bisschen auf den Putz hauen. In Anführungsstrichen. Gut, den stellen wir jetzt irgendwo hin. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob ihr gesagt habt, dass ich nicht mehr auslösen soll. Ach, das ist mir jetzt auch ehrlich gesagt vollkommen egal. Ich bin gerade so pisst immer noch ein bisschen, dass ich das einfach machen werde. Nein, 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 nein. Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Da kommt jetzt Taarabt hin. Ich spiele jetzt 4-4-1-1. Ey Leute, ne? Ich habe tatsächlich an diesem Stuhl, den ihr da seht, ich weiß nicht, ob ihr ihn seht, könnte sein, da wo das weiße T-Shirt drauf ist, da habe ich gegengeboxt. Und der Stuhl ist ein bisschen massiv, ne? Und ich habe jetzt hier ein Pflaster, weil ich mich ernsthaft ein klein wenig blutig geboxt habe. So krank. Wie kann man so krank sein wegen einem Spiel? Das gibt es gar nicht. 4-4-1-1 hatten wir schon so oft, ne? Mal anders machen. Machen wir jetzt mal. 4-4-1, ne, 4-1-2-1-2. 4-1-2-1-2, 4-4-2, 4-1-2-1-2, komm. Machen wir so. Gehen wir auf den Transfermarkt und dann starten wir das Ganze. Ja, so. Und zwar in 3, 2, 1 und los. So, als erstes gehen wir nach Marokko und gucken mal, was die für Spieler haben. Natürlich haben sie Benatia, aber ansonsten Taarabt und Nabil El Saar auf der rechten Seite, den ich auch gerne benutzen würde, und Amrabat auf der linken Seite. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Amrabat und El Zhar kann man auf jeden Fall benutzen, beide. Spielen zwar, glaube ich, beide in der gleichen Liga, aber das ist ja an sich nicht so schlimm. Die Ra wäre natürlich auch noch möglich. El Zhar ist non-rare, ist natürlich biestig an sich. Aber ich glaube, die Ra ist nochmal ein bisschen nicer. Ich glaube, die Ra nehme ich, genau. So, dann nehmen wir als nächstes einen Stürmer von QPR. Natürlich den overpoweredsten, den es überhaupt gibt. Und zwar Vargas. So. Der kommt hier hin. Und als nächstes brauchen wir noch einen Stürmer, entweder aus Chile, aus der Premier League. Und da gibt es, glaube ich, keinen außer den Inform Alexis und den will ich nicht benutzen. Oder wir nehmen noch einen von QPR oder einen Marokkaner. Ich bin mir relativ sicher, einen marokkanischen Stürmer der BPA gibt es des Weiteren nicht. Man kann aber mal nachgucken. Probieren geht über Studieren. Es gibt nur Adel Taarabt als Stürmer. Das ist nicht besonders überraschend, aber gut, dann nehmen wir halt noch einen von QPR. Wen auch immer es da noch gibt, ich bin mir nicht ganz sicher. Früher Remy, mittlerweile Vargas und... Gibt es keinen anderen? Austin? Doch, Austin. Und Samora. Das ist mal Austin auf Wars Liste. So, des Weiteren. Amrabat braucht jetzt links. Und zwar durch einen Linksverteidiger, im Idealfall. Der spielen sollte bei Malaga. Genau. Gibt sogar einen, und zwar Boca und Antunes, der Inform. Ja, komm. Antunes fand ich letztes Mal so scheiße, aber von mir aus. Des Weiteren braucht er noch zumindest einen Weakling. Aber hat Malaga einen Sechser, einen vernünftigen? Perez wäre Sechser bei Malaga. Der Argentinier. Gucken wir mal nach, ob der irgendwie auch so noch einen vernünftigen Link hat. Camacho. Camacho wäre eigentlich nicht schlecht. Tissone ist auch noch Sechser. Aber Camacho, obwohl der 69 Pass spielt. Ja, ein bisschen scheiße. Perez war da gerade. Mal ZM suchen. Gibt es einen marokkanischen ZDM vielleicht? Einfach mal. Ich meine, gut, es gibt natürlich El Amadi. Keine Frage. Aber ob der... Regatta. Kann zwar nicht verteidigen, aber theoretisch wäre das möglich. Taarabt. Busufa wäre auch möglich, aber den zu verlinken ist qualvoll. Kaduri ginge auch. Und 52 Defendings, aber immer 87 groß, die große Regatta, weiß ich jetzt gar nicht im Kopf. Was war das gerade noch? Oubadi. Oubadi. Oubadi ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Gibt es Innenverteidiger bei Hellas Verona? Aber wo braucht er bei Hellas Verona sein? Ja, perfekt. Wir wollen noch einen Rechtsverteidiger von Monaco und da spielt Fabinho, deswegen dürfte das relativ easy werden. Wird zwar wieder ein Silber-Squad, aber das ist ja nicht so schlimm, wir spielen ja sowieso Einzelmatches. Genau, Fabinho ist mittlerweile nicht mehr selten. Also ein bisschen blöd, aber an sich auch nicht so schlimm. Sieht auch nicht mehr so nice aus wie letztes Jahr. Hat er ja ein Upgrade gehabt und sah richtig stark aus. Dieses Jahr anscheinend relativ kot, aber das ist nicht so schlimm. Ich nehme sogar mal die Zeit raus, den direkt zu suchen. Fabinho. Da haben wir ihn. 400 Coins, komm. Verträge und so sind mir jetzt egal. Spielt ja sowieso nur ein Spiel. Und dann brauchen wir jetzt als nächstes Innenverteidiger aus der Serie A. Natürlich nicht Chiellini, so blöd bin ich jetzt nicht. Nein, ich könnte jetzt auch Benatia theoretisch nehmen, dann könnte ich noch in eine andere Liga gehen. Aber ein Innenverteidiger aus Marokko, einen anderen noch, glaube ich, nicht so gut. Nee. Nehmen wir irgendjemand aus der Serie A. Frage ist nur wen natürlich, ne? Das ist eine gute Frage. So, er ist raus aus der Verlosung. Yangan Viva ist drin. Caceres wäre möglich. Campagnaro wäre möglich. Savic wäre möglich. Caceres. Packe ich mal drauf. Zusammen mit Kastan. Und dann geht ins Tor Buffon. Und dann sind wir auch schon fertig. Haben wir es geschafft. Sehr schön. Das heißt, ich werde das jetzt mal eben fertig bauen. Das wird alles auf volle Chemie kommen, da bin ich mir relativ sicher. Und melde mich dann, wenn ich das Squad vervollständigt habe. Dann gehen wir ins Spiel und dann bin ich endlich fertig erstmal mit FIFA. Gott sei Dank. Bis gleich. 7 Nationen verliegen, wir sind wieder zurück und wollen jetzt ins Spielchen gehen. Muss noch irgendwer Fitness haben? Ja, Fabinho sollte zumindest nochmal, obwohl, ach, ist mir scheißegal. Ob der mit 89 Fitness spielt oder in China fällt ein Sack Reis. Um so viel wird das jetzt auch nicht an Effekt haben. Und ich werde jetzt mal einen Gegner suchen. Übrigens haben wir, ich glaube, 1, 2, 3, 4 Links wasted. Also das geht auf jeden Fall noch klar. Genauso viel, wie es liegen sind. Das passt dementsprechend. Dann würde ich sagen, melde ich mich wieder, wenn ich einen Gegner gefunden habe. Bis gleich. Immer noch habe ich meine Trikots nicht geändert. Wir spielen gegen WeWin. Ich habe so ein Glück momentan in diesem Spiel. Ich freue mich so. Weah, Owen, Müller, Inform, Effenberg, Lahm, Wilshere, Walker, Koscielny, Alaba, Boateng und Chesney. Jo, wahrscheinlich, oder? Oh. Das wird eine richtig schöne Vergewaltigung. Außer natürlich Vargas Pace Abuse, dann, da siehst du wieder, wie scheiße das Spiel ist, ne? Er kann einfach rennen, über außen rennen, Job in der Mitte machen, vorbei an allen Verteidigern. Und dann reicht's auch noch um... Ach, Mann, mach den doch rein. Ja, okay, dann macht's halt Amrabat, sehr schön. Ah, 2-0 Führung nach 15 Minuten gegen so ein Team. Mit so einem Team, das zeigt einfach alles. Da kann man zwar in gewisser Weise darauf stolz sein, weil er nicht schlecht ist und weil er auch nicht schlecht spielt. Und weil ich gut spiele, aber trotzdem zeigt das einfach alles. Na. Alter, wäre der drin gewesen, ne? Ich hab echt kurz einen Schlaganfall gehabt. Kann man mal reinmachen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, jetzt kurz vor der Halbzeit hier, dass er, obwohl er eine Offensive hat, bestehend aus Michael Owen, George Weah und, oh, schade, und Müller in Form, dass er noch keine einzige Torchance hatte. Also noch keine einzige wirkliche gute Chance. Und das ist beeindruckend, dass ich ihn hier so vorführen kann. Aber das ist halt auch EA Sports is in the game. Naja, zweite Halbzeit, weiter geht's. Das hat er gut gemacht. Der Abschluss war aber grottig. Er ist jetzt ein bisschen stärker offensiv, beziehungsweise ein bisschen gefährlicher, seitdem er Walker zur Halbzeit eingewechselt hat. Aber ich muss ja noch dazu sagen, ich habe ja auch den overpoweredsten Keeper dieses Jahr drin, beziehungsweise den besten Keeper, sagen wir es mal so, mit Gigi Buffon. Also meines Empfindens nach zumindest. So, Taarabt auf Amrabat und die Flanke auf Austin. Oh, scheiße! Also, dass der jetzt so da reinjumpt, hätte ich nicht erwartet. Aber er scheint kopfballstark zu sein, das gefällt mir. Der gefällt mir allgemein gut. Der ist nicht schnell, kann nicht dribbeln, kann eigentlich gar nichts, aber er ist schnell genug und bullig genug, um den Gegner den Ball abzunehmen. Und hat Bock. Das ist ganz geil. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Aber ist egal, 3-0. Rage Quit immer Gegner. Los! Und natürlich muss es im Endeffekt Walker sein, der das Tor macht, weil er natürlich der beste Spieler ist. Dann geht der jetzt aber wirklich leider. Buffon kann da wenig machen. Hat er eigentlich gut gehalten, aber dann, ja. Ist halt die Verteidigung nicht da. Aber 3-1. Ich habe jetzt die ganze Zeit mit Taarabt rumgeskillt. Vielleicht spiele ich jetzt auch nochmal ein bisschen ernst und gehe nicht auf Risiko. Oh, ho, 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 scheiße. Ja gut. Das ist ein bisschen vergewaltigt jetzt am Ende nochmal, aber das, naja. Kann man sich da auch mal erlauben. Es war jetzt auch wahrscheinlich auch die letzte Szene der Partie, die irgendwie nennenswert war. Ich beende das Ganze jetzt schon mal, beziehungsweise mache mal ein abschließendes Plädoyer. Das Team gefällt mir sehr, sehr gut. Ist natürlich jetzt nicht das allerbeste, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben viele Silberspieler. 3 Silberspieler. Ist aber wirklich, also die sind wirklich gut. Also Oubadi hat keinen Fehler gemacht das ganze Spiel über, der war wirklich stark. Und auch die Rare hat, ja, auf Außen gut gespielt. Hatte leider keine Forster-Skills, das ist ein bisschen blöd, aber sonst wirklich ein sehr, sehr nicer Spieler. Kann man sich schmecken lassen. Taarabt, mega stark. Also Taarabt wird auf jeden Fall weiterhin in meinem Verein bleiben, glaube ich, weil den mag ich einfach extrem. Genau wie Chikawi, ich liebe ja 5-Star-Skiller. Das war natürlich stark jetzt. Ich liebe ja 5-Star-Skiller und da ist er keine Ausnahme, weil Taarabt einfach einer der 5-Star-Skiller ist, die extrem geil sind, weil die wendig sind, schnell in der Mitte, er hat ein bisschen Pace dieses Jahr natürlich wieder und in der Mitte brauchst du es einfach nicht so sehr wie auf Außen, deswegen ist er da schon relativ fix unterwegs. Dazu Amrabat sehr stark gewesen, Vargas hat mir gut gefallen, Austin habe ich ja schon erläutert, kann man auf jeden Fall machen, kann man sich nicht beschweren, dazu kostet das Team ja quasi nichts, Antunes ist der bei weitem teuerste Spieler, Alter, oh, wäre der jetzt noch drin gewesen, ne? Naja, aber das war's dann wahrscheinlich von der Partie. Na komm, schlagen wir mal in der Mitte hier, zur Mittellinie. Pfeif mal ab. Geht doch. Gut, das war's von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.